Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic in einer wunderschönen Nachkommentierung. Wir müssen jetzt nochmal noch weitere fleißig Tausende von Ents töten. Und ja, haben in dieser Folge dann jetzt auch nicht sehr viel anderes zu tun, als Ents zu töten, glaube ich. Obwohl doch, wir müssten eigentlich mit einigen Quests fertig werden. Das heißt, wir können auch wieder einige Quests wegbringen und ein paar neue Quests annehmen, weil wir jetzt auf Stufe 29 geworden sind. Und mit Stufe 29 gibt es wie so oft, also wie eigentlich mit jeder neuen Stufe, auch immer einige neue Quests. Ja. Tadam. Ja, ein bisschen Rucksack aufräumen nebenbei, während wir hier die ganzen Monster wegschnetzeln. Wir haben auch noch bis jetzt keine Skorpione für die Quest gebraucht. Ob sich das noch ändern wird? Ich meine, es gibt eine einzige Quest, ich weiß aber nicht sicher, ob eine einzige Quest gibt es, wo man die Skorpione tatsächlich auch benötigt. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht sicher, bekommen wir die auch noch zu Gesicht. So, ja, auf jeden Fall fleißiges Entschnetzel. Und ich bin jetzt gerade am Nachdenken, was habe ich denn da jetzt noch zu diesem Zeitpunkt hier vor mich hingelabert? Boah. Das ist echt schlimm. Während man Let's Play, ist es ein bisschen einfacher eigentlich, jetzt schon bald zu quasseln und es nachzukommentieren. Ich meine, ich kann nicht jetzt beschreiben, was ich gemacht habe, aber das könnt ihr ja genauso gut sehen eigentlich. Ich meine, es ist ja was anderes zu beschreiben, was man gerade macht und nicht zu beschreiben, was man gemacht hat, ne? Finde ich eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, ja, den Unterschied darin zu analysieren. Wobei, nee, habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Werden wir einfach mal weiter gucken, was ich denn da jetzt schon wieder in dieser Folge für einen absoluten Scheißfuck sympathisiere. Immerhin, wir sind fast fertig mit den Ends. Es fehlt noch eine einzige Endshow. Jo, natürlich in diesem Fall sofort wieder ein Skorpion mit. Wie sollte es anders sein? Wir wollen ja ein bisschen mehr Erfahrung mitnehmen, ne? So, ein bisschen Scheiße mitnehmen und die Hälfte der Scheiße wieder sofort aussortieren. Einfach nur damit der Loot schnell respawnt. Ich weiß gar nicht, habe ich das auch schon mal hier in Runes of Magic gesagt? Ich hasse es ja, wenn Leute nicht leer looten. Also egal, in welchem MMO, hasse ich es, weil die dadurch den Respawn von neuen Mobs einfach künstlich verzögern. Und das zumindest in der Open World ziemlich assi an anderen Spielern liegt. Ich nehme dann lieber alles raus und schmeiße dann die Hälfte der weg. Einfach nur im Sinne dessen, dass alle einen bisschen Spielfluss haben. Genauso wie ich ihn mir gerne manchmal wünsche. Ne? Auch in dieser Folge sei nochmal gesagt, das müsste die Freitagsfolge sein jetzt, dass ich noch, vielleicht nicht mehr, aber das, das Angebot immer noch steht, dass Leute mitkommen können in die Gräberstadt der Spiegel am kommenden Samstag, das heißt morgen. Einfach ganz schnell noch per PN bei mir melden, entweder morgens oder abends werde ich dann die Folge aufnehmen oder die Folgen. Es wird wahrscheinlich wieder so tausende von Folgen sein, die mich dann für 10, die dann für 10 Wochen ausrechnen oder so. Auf jeden Fall werde ich dann ja gut was zur Verfügung haben. Auch an Zeit mal wieder, weil das Praktikum dann auch vorbei ist. Ne? Auf, ja, und dann nehmen wir mal gemeinsam eine schöne Together-Folge auf. Zu 6 dann. Also ich plus 5 an. Im besten Falle. Wenn sich genug mehr Leute melden. Mindestvoraussetzung ist für mich, finde ich, Stufe 30 bis 40, irgendwas dazwischen. Je bunter mir gemischt sind, desto besser. Stufe 30 wird zwar unglaublich hart, wenn alle nur Stufe 30 sind, es wird aber wahrscheinlich nicht unmöglich sein. Es wird nur unglaublichst hart. Bin ich mal gespannt, wie gut sich das da, wie gut wir uns dann da machen würden. So, wir haben eine neue Quest noch angenommen, das Reinigungsritual. Wir müssen Hummelnester sammeln. Ja, wunderbar. Ich liebe es, Hummeln zu sammeln. Ja. Ja, ich werde dann gucken, dass ich möglichst noch am Abend mich rechtzeitig melde für die. Ah ja, genau, jetzt machen wir noch ein paar Tagestests, je nachdem, was wir noch so von Tagestest-Items für mich haben. Einfach um noch schon etwas näher in Richtung Stufe 30 zu rutschen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind in der Aufnahmesession aber keine Level 30 geworden. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wir werden zumindest die Gräberstadt der Spiegel nicht mit Stufe 30 beginnen können. Na gut, vielleicht habe ich noch ein paar Mai dann noch in einer ganz schnellen ersten Folge vor der
großen Aufnahme der Eberstädter Spiegel von uns wieder mal einmal über Tagestest oder so, und dann werden wir bestimmt auch ziemlich nah rankommen an die Stufe 30, wenn wir so nicht so weit erreichen. Ja, wir gucken mal hier, was wir noch an Tagestests so nehmen können. Wir können 5 unterschiedliche Tagestests annehmen, aber nur einige können wir wirklich effektiv hier gerade abgeben, ne? Ja, mal so nicht so effizient so abgeben. Geben wir also mal ein bisschen ab. Machen wir eigentlich ziemlich gute Sprünge mit den Tagestests. Ja, wir haben auch noch ein paar gute, eine gute Menge an Keilern vor, glaube ich, auch noch übrig, oder? Gleich mal in unseren Rucksack reinspähen, wie viele Folgen wir davon noch, also welche Keilerhauer wir dann noch übrig haben. Und die Keiler geben richtig gute Erfahrungen, das muss man auf jeden Fall sagen. 4800 Erfahrungen pro Tag ist das bei den Keilern. Mir fällt auch gerade auf, wir haben schon fast wieder eine Million Gold, ne? Nur so mal nebenbei. Nein, da hattest du doch gerade jetzt den Keiler mir gezeigt, aber hattest du mir auch irgendwie noch nicht gezeigt, scheiße. Okay, kurz zum Post vorbeigucken, da ist nichts drin. Gut, weiter geht's. 33 Keiler, okay. Das heißt, 5-mal können wir diese Tagestests machen. Das kann noch gut was bringen, in der Form. Wenn wir dann noch hier ja, beobachten, dass wir ja jetzt erst in der zweiten Folge dieser Aufnahmesession sind. Ich habe ja wie immer 4 Folgen am Stück aufgenommen. Das heißt, wir können dann 4. In den 4 Folgen können wir doch schon ziemlich da nicht deutlich dran wurscht sein. Aber ich glaube, ich später gar nicht mehr so im Auge gehabt. Ja, ein paar Dämonen. Sonnenrang haben wir auch noch gesammelt. Das sieht gut aus. Also die Samen von den Dämonen Sonnenrang, also 10 Tagesfest dürfte ich eigentlich nochmal schaffen können damit. Naja, auf jeden Fall. Okay, bestimmt das Spiel, die machen wir zusammen. Es wird besonders hart, wenn alle Level 30 sind. Das vierte Teil ist halt einfach mal ein bisschen mehr Community, was ich auch ins Let's Play dann mit reinbringen möchte, ne? Dass wir mal zusammenspielen und so, ne? Ich meine, das ist ein MMORPG. Das heißt, man sollte auch mal ein bisschen mit ein paar Mitspielern spielen. Und ich finde gerade bei MMO lässt sich sehr auch eigentlich gut organisieren, dass man einmalig in der Folge oder so mal zusammen in eine Instanz geht. Und man kann gut mal auch halt eben das Gruppenspiel von Spiel zeigen. Ich meine, viele MMOs, darunter auch Rules of Magic. Ja. Bilden sich ja im Grunde ihr Bild aus den Instanzen, die sie anbieten. Ne? Oder repräsentieren sich dadurch so. Das Wort habe ich gesucht. Und deshalb sollte man dem Spiel auch die Chance geben, sich vollständig und vernünftig zu repräsentieren. Ne? So. Bei der Hälfte der Folge gucke ich da hier vor mich hin und merke überhaupt nicht, wie die Zeit vergeht. Das ist doch immer am besten, wenn man, selbst wenn man nachkommentiert. So. Doch eine der Sachen, die mich auf jeden Fall immer noch bei Rules of Magic hält, diese wirklich schön gemachte Musik. Also in vielen, vielen MMOs ist Musik eigentlich, keine Ahnung, irgendwie so ganz billig gemacht. Das merkt man auch richtig, dass die billig gemacht ist. Bei Rules merkt man sehr weniger. Klar, einige Songs, Soundtracks finden wir noch in anderen Spielen wieder. Zum Beispiel eine der Dalanis-Melodien, das ist mir aber auch nur irgendwie mal zufällig aufgefallen, findet man zum Beispiel auch in die Gilde 2 wieder. Na gut, Gilde 2 und Roots of Magic sind vielleicht beides keine Spiele, die so bekannt sind, dass man das wirklich massig Leute beide Spiele haben. Deshalb es vielleicht sogar noch zu entschuldigen ist, dass man da ein bisschen mit Kosten gespart hat von der Musikentwicklerfirma und einfach denselben Song an 2 Spiele ausgegeben hat. Aber man merkt ja schon manchmal ein bisschen die Schummeleien. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem, wie gesagt, eine wunderschöne Melodie. Ich finde halt, ja, das habt ihr auch in der Folge schon gemerkt, in der ich die neue Titelmelodie mehrfach eigentlich vorgespielt habe, ne? Dass ich eigentlich
eindeutig ein Fan von den Winds of Magic Melodien bin. Ich bin auch so einer, ich suche, öffne dann die Client-Dateien, die ja alle schön komprimiert sind, ne? Und dekomprimiere mir die Musik dann daraus, damit ich die einfach auf meinem Rechner zur Verfügung habe für, was weiß ich, in eine Playlist packen von meinem VLC Media Player oder so. Meine bloß mittlerweile zweimal mehr den MPCHC, Media Player Classic, Home Cinema. Das ist ein Media Player, den man bei, wie heißt es jetzt, bei SourceForge findet. Das liegt aber einfach daran, dass der mit dem X264 Codec deutlich besser klarkommt. Das ist jetzt zum Teufel der X264 Codec. Oder was ist generell ein Codec? Ja, da ich sowieso jetzt hier in der Folge nur die ganze Zeit die Dämonen rankloppe, wir müssen ja noch an die restlichen Dämonen rankommen, beziehungsweise Dämonenranken Damen, ne? Werde ich einfach mal ein bisschen was erklären. Also, ein Codec ist eine Verarbeitung des Art von Musik und von Videos. Ich gehe jetzt mal von dem Videocodec aus, ne? Ein Videocodec spezifiziert, wie ein Video komprimiert wird. Das ist jetzt Komprimierung, das ist eine Videokomprimierung vor allem. Also, ich fange einfach mal so an. Ein Video besteht ja im Regelfall aus mindestens 24 Bildern pro Sekunde, sonst hätten wir keine flüssige Bewegung. Ist soweit logisch, oder? Ich meine, das kann soweit ja jeder nachvollziehen, hoffentlich. So, jetzt wisst ihr ja alle eigentlich, wenn ihr einen, ich sag mal, Foto macht, dann zieht das so, sagen wir mal, 5 bis 6 MB, ne? Kennt ihr ja bestimmt von eurer Kameras oder so. Vielleicht, wenn es gut komprimiert ist, sind es, ja, auch da kommt die Kompression wieder rein. Auch bei Fotos gibt es nämlich indirekt Codecs und Kompression und sowas alles. Aber wenn wir mal von einem unkomprimierten Foto ausgehen, dann sind da schon ein paar 5 bis 6 MB oder sowas drin im Speicherplatzverbrauch. Wenn nicht sogar noch mehr. Jetzt stellt euch mal ein Video vor. Ein Video besteht aus 24 Fotos pro Sekunde. Gehen wir mal von der Mindestzahl aus. Das sind also 24 mal 5 MB pro Sekunde. Das sind 120 MB pro Sekunde, die ein Video groß ist. Das heißt pro Sekunde. Also müsstet ihr mit eurem Internet, wenn ihr ein YouTube-Video angucken wolltet, 120 MB in der Sekunde runterladen. Dass das nur die wenigsten Internetleitungen hinbekommen, dürfte relativ klar sein, ne? Und auch, dass das sonst eine totale Platzverschwendung ist, ist, glaube ich, auch relativ logisch. Was hat man also gemacht? Man hat Videocodecs erfunden, schon vor langer Zeit. Ein Videocodec macht nichts anderes, als auf unterschiedliche Art und Weise das Material, was man da bekommen hat, also diese 24 Fotos pro Sekunde, irgendwie so zu verarbeiten, dass der Speicherplatzverbrauch gesenkt wird. Manche Videocodecs arbeiten damit mit einer mehr oder weniger unsichtbaren Qualitätsminderung. Andere arbeiten ohne Qualitätsminderung, mit einer speziellen, ja, ich sag mal, Kompression. Oder mit einer speziellen Verarbeitung, muss man so sagen. Den X264 Codec, den ich benutze, das ist einer dieser sogenannten Lossless Codecs. Also der encodiert das wirklich, oder verändert, verarbeitet das Video wirklich so, dass ich bei gleicher Qualität und bei genau gleichem Video deutlich weniger Speicherplatz verbrauche. Wie macht er das jetzt? Der X264 Codec nimmt ein Foto und speichert danach nur noch Informationen, wie sich denn das Bild, welches er als Foto genommen hat, verändert in den nächsten, sagen wir mal, 20 Bildern. So der Anteil der Bilder, die benötigt werden, schon mal deutlich gesenkt. Wie andere Codecs jetzt im Detail arbeiten, weiß ich nicht genau. Was ich jetzt aber genau sehe gerade, ist, dass die Folge jetzt schon wieder langsam zu Ende ist und ich eigentlich mit meiner Codec-Einführung viel zu wenig Zeit gehabt habe. Ich hoffe, ich konnte aber euch trotzdem ungefähr aufklären, wie das funktioniert und wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Folge von Roots of Magic. Ciao, ciao.